وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, waj'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Liebe Geschwister im Islam, und wir bitten Allah azza wa jalla erstmal darum, dass er unsere Taten einzig und alleine nur für ihn subhanahu wa ta'ala macht und dass Allah azza wa jalla uns unsere Sünden vergibt. Und dass er uns nur mit dem Islam leben und sterben lässt. Allahumma amin. Wir haben das letzte Mal, als ich die Khutba in dieser gesegneten Moschee, möge Allah azza wa jalla uns allesamt segnen, gemacht habe, über Ghadabullah gesprochen. Über den Zorn Allahs subhanahu wa ta'ala. Du hast richtig gehört, o Diener Allahs azza wa jalla. Allah wird zornig. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist barmherzig und er liebt seine Diener und er möchte, dass seine Diener in das Paradies hereinkommen. Oder fragst du dich nicht, warum Allah zu dir die Propheten geschickt hat? Fragst du dich nicht, warum Allah Azza wa Jal Bücher gelassen hat? Fragst du dich nicht, warum Allah Azza wa Jal die Tür der Reue für ewig offen lässt? Warum? Weil er uns bestrafen will? Bei Allah nein. Er möchte uns vergeben, subhanahu wa ta'ala. Allah möchte euch vergeben. Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte euch vergeben. Aber wer will uns in die Irre führen? وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Diejenigen aber, die ihren Gelüsten folgen, sie wollen, dass ihr vom geraden Weg abrückt. Die Kuffar, die den Islam abgrundtief hassen. Möge Allah azza wa jalla jeden bekämpfen, der ihn bekämpft und seine Religion. Diejenigen, die Drogen herstellen. Diejenigen, die die versauten Filme herstellen. Diejenigen, die Musikvideos und sonstiges machen. Diese Leute wollen, dass ihr vom geraden Weg abrückt. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah möchte euch vergeben. Subhan al-Malik. Was für eine großartige Botschaft für einen jeden Muslim. Wenn Allah Azza wa Jal dir sagt, er möchte dir vergeben, dann sei dir sicher, Allah Azza wa Jal wird dir jede Möglichkeit eröffnen, dass du zurückkehrst zu ihm. Ganz gleich wie dein Leben vorher war. Wenn du einmal sagst, ja Rabb, und du hebst deine Hände, so wisse Allah Azza wa Jal, er ist bereit, dir sofort zu vergeben, hast du auch sogar eine der schlimmsten Sünden gemacht, dass du neben Allah Azza wa Jal etwas anderes angebetet hast. Selbst in diesem Fall vergibt Allah Azza wa Jal. Und höre und genieße diese Ayah mit mir. Wallahi, ya red, würden die Shabab sich mit dem Koran so beschäftigen, wie sie sich mit den Musikliedern beschäftigen. Allahumma hdi shababana ya rabbal alamin. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sprich, o meine Diener, die ihr maßlos gewesen seid an Sünden, eure Sünden haben die Wolken erreicht. Verzweifelt nicht, höre zu, verzweifelt nicht an die Barmherzigkeit Allahs. Was auch immer du gemacht hast, selbst wenn du eine Person getötet hast, verzweifle nicht an die Barmherzigkeit Allahs. Selbst wenn du Drogen genommen hast, verzweifle nicht an die Barmherzigkeit Allahs. Selbst wenn du bis jetzt eine Freundin hattest, zweifle nicht an die Barmherzigkeit Allahs mit einer Bedingung. Du kehrst zu Allah zurück und lässt dein altes Leben, denn war dein Leben ein Weg zum Paradies oder in die Hölle, sag es mir. Deine Freundin bringt sie dich in das Paradies. Die Drogen bringen sie dich in das Paradies. Diese abscheulichen Musikvideos bringen sie dich in das Paradies. Deine schlechten Freunde, die wal'iyadu billah dich nur von Party zu Party ziehen, bringen sie dich in das Paradies. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah möchte euch vergeben. Aber mit einer Voraussetzung,
Du lässt dein altes Leben und du wendest dich in voller Reue Allah subhanahu wa ta'ala zu. So wisse, Allah ist da und er liebt es, dass du ihn um Vergebung bittest und er wird dich um Rangstufen erhöhen. Alleine, dass du nur einmal aufrichtig bereust, kann deine Situation ändern innerhalb eines Tages. Vielleicht gehörtest du noch am Mittag zu den Leuten der Höllenbewohner. Durch eine aufrichtige Reue, so wird Allah Azza wa Jal dein Gesicht von diesem Höllenfeuer abwenden und er wird dich in das Paradies eingehen lassen. Allahumma arzuqna al-Jannah bila hisab ya Rabbil Alameen. Allah wird zornig. Und der Höhepunkt seines Zornes ist Yawmul Qiyamah. Wie in einer authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari überliefert wurde, liebe Geschwister, dass wenn die Menschen zu den Propheten Yawmul Qiyamah gehen und sie voller Ängste, voller Sorgen sind und die Propheten darum bitten, dass die Propheten ihnen helfen, so sagen die Propheten zu diesen Menschen, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaba lam yaghdab qablahu mithla wala ba'dahu mithla. Mein Herr, und das sagen nur die Propheten, mein Herr ist so zornig an diesem Tag, Yawm al-Qiyam, wie er es nie zuvor gewesen ist. Höre zu. Den Zorn, den du hier erlebst in dieser Dunya, und wahrlich, Allah hat schon ganze Gruppen von Menschen vernichtet, dieser Zorn ist nichts im Vergleich zu dem Zorn Yawm al-Qiyam. Mein Herr ist so zornig an diesem Tag, der Höhepunkt, wie er es nie zuvor gewesen ist und wie er es nie wieder danach sein wird. Das ist eine bestätigte Eigenschaft von Allah Azza wa Jal, dass er auch zornig wird, liebe Geschwister. Und deine und meine Aufgabe ist es, zu erlernen, was macht unseren Herrn Allah zornig. Wir wissen, dass wir uns ihm in Ergebenheit, in Reue zuwenden können. Das wissen wir alle. Aber wer weiß, welche Sünden Allahs Zorn hervorrufen. Und weil wir uns leider nicht viel mit unserer Religion beschäftigen, so machen wir tagtäglich Sünden bei Allah, die den Zorn Allahs Azza wa Jal erregen und wir haben keine Ahnung. Wir wissen von nichts und wir laufen auf dieser Erde herum mit dem Zorn Allahs. Allahumma arfa ghadabak anna ya rabbal alameen. Wie viele Leute sind verflucht bei Allah und Allah ist zornig auf sie. Und ich möchte nur deine Aufmerksamkeit auf einen wichtigen Punkt lenken, o Diener Allahs. Zwischen uns Menschen, wenn es eine Person gibt, der zornig ist auf dich, so wird er nicht mehr viel bei dir durchgehen lassen, bis er sich an dir rächt. Weil er ohnehin schon zornig auf dich ist. Anders ist es, wenn dieses Verhältnis zwischen euch noch nicht seinen Zorn erregt hat. Dann wird er dir mehr erlauben, als die Person, die schon seine Grenze überschritten hat. Und so sagt Allah Azza wa Jal, فَلَمَّا أَسَفُونَ إِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Als sie uns zornig gemacht haben, فَلَمَّا أَغْضَبُونَ. Als sie uns zornig gemacht haben, so haben wir uns an ihnen gerecht. Allahu Akbar. Allah, er rächt sich bei Allah, er rächt sich an seine Diener. Ja, weißt du, worüber wir reden? Dass Allah Azza wa Jal sich an seinen Dienern rächt. Und wer kann es mit Allah Azza wa Jal aufnehmen? Er wird dir eine Weile Zeit geben, dass du bereust. Richtig. Walakin ba'da al-imhan al-intiqam. Wenn er dir diese Sache gegeben hat, er hat dir Zeit gegeben, um zu bereuen und du hast es nicht gemacht, dann kommt jetzt die Phase der Rache. Falamma asafuna intaqamna minhum. Als sie uns zornig gemacht haben. Und daher haben wir das letzte Mal über Taten geredet, die Allah Azza wa Jal zornig machen. Wir haben gesagt, liebe Geschwister, dass derjenige, der über Allah schlecht denkt, وَلَيَّاذُ بِاللَّهِ, dass Allah Azza wa Jal zornig auf ihn ist. Wir haben darüber geredet, dass derjenige, der die Menschen zufriedenstellen möchte
und Allah ist ihm egal, das heißt, er begeht lieber die Sünden, um die Menschen zufriedenzustellen, während er Allah Azza wa Jal dabei zornig macht, so wird Allah Azza wa Jal auch auf ihn zornig werden. Wir haben auch darüber geredet, dass diese Sünden, die wir begehen, Allahs Zorn erregen. Und heute, bi'idhnillah, Samir al-Alim, werden wir weitermachen über Sünden, die den Zorn Allahs Azza wa Jal erregen. Viele Geschwister vertrauen nicht auf Allah Azza wa Jal. Sie fangen an, Dua zu machen in ihrer Anfangszeit. Und weil sie unwissend sind und denken, Allah will ihr Dua, ihr Bittgebet nicht erfüllen, so hören sie auf mit dem Bittgebet, als ob sie Allah sagen wollten, du erhörst uns sowieso nicht, warum sollen wir dich bitten? Auf diese Leute wird Allah zornig. Höre die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, man lam yas'al Allah yaghdab alayh. Derjenige, der Allah nicht bittet, so wird Allah zornig werden auf ihn. Und Allah azza wa jalla sagt, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Und euer Herr befiehlt euch, ein Befehl. Allah hat euch befohlen, dass ihr ihn bittet. Und euer Herr spricht, bittet mich, so werde ich euch erhören. Bittet mich, so werde ich euch erhören. Hat Allah dir hier nicht garantiert, dass er dich erhören wird? Nur du merkst nicht immer, auf welche Art und Weise Allah Azza wa Jalla dich erhört. Und daher, denke niemals schlecht über Allah Azza wa Jalla. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ. Und wahrlich diejenigen, die zu hochmütig sind, uns zu bitten, so werden sie gedemütigt in Jahannam, im Höllenfeuer Jahannam landen. Eine Person, er wird aus zwei Gründen nicht Bittgebete zu Allah Azza wa Jal machen. Entweder ist er zu hochmütig, und Allah hat klar gesagt, wer in dieser Ayah gemeint ist und was der Ausgang von dieser Person ist, nämlich Jahannam, wenn er zu hochmütig ist, Allah Azza wa Jal zu bitten. Und der andere hat die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal verloren. وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Und wer gibt die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs auf, außer die Irregehenden. Höre, wie Allah sie bezeichnet, die Irregehenden. Ja, Achim, deine Aufgabe ist es, Allah Azza wa Jal zu bitten. Sonst wird Allah zornig auf dich. Und wisse, Allah, er erfüllt dein Bittgebet. Nur du merkst das nicht immer offensichtlich in deinem Leben. Dieses Bittgebet kann Allah Azza wa Jal bis zum jüngsten Tag aufschieben, weil du dieses Bittgebet an diesem Tag am meisten brauchst. So wirst du dich über dieses Bittgebet mehr freuen, als das, was Allah dir hier in dieser Dunya gegeben hätte bei deinem Bittgebet. Sei dir sicher. Allah ist Al-Hakim, der Allweise. Und er weiß, wie er mit dir umzugehen hat. Subhanahu wa ta'ala. Daher, hänge dein Herz an Allah Azza wa Jal. Bitte ihn, zeige ihm, dass du ein armer Diener bist. Ja, ayyuhal nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwa al-ghaniyu al-hamid. O ihr Menschen, ihr seid die Armen gegenüber Allah. Ihr braucht Allah. Denke nicht, dass du Allah Azza wa Jal nicht brauchst. Bei jedem Schritt, den du gehst, brauchst du Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aber Subhanallah, wie viele haben Allah Azza wa Jal in ihrem Leben vergessen? Und ich möchte dich nur auf eine Sache hinweisen, o Diener Allahs. Wenn du aufhörst, das Bittgebet zu machen, so erzeugst du den Zorn Allahs Azza wa Jal. Bitte Allah Azza wa Jal, immer und immer wieder. Und dieses Bittgebet verbindet uns mit Allah Azza wa Jal. Und Allah lässt manchmal Zustände in deinem Leben passieren. Ansonsten würdest du dich ihm nicht zuwenden. Wenn du alles hättest, was du bräuchtest, warum sollst du dich Allah Azza wa Jal zuwenden? Das machen nur die dankbaren Diener. Allahumma ja'alna min ash-shakirin. Diejenigen, die Allah Azza wa Jal subhana nicht bitten, Allah Azza wa Jal wird zornig auf sie werden. Eine zweite Kategorie, die den Zorn Allahs Azza wa Jal auf sich ziehen, sind Leute, die lieben, was Allah hasst, und die hassen, was Allah Azza wa Jal liebt.
Allah Azza wa Jal, er beschreibt sie im Koran, liebe Geschwister. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Und wie, wenn die Todesengel dann ihre Seelen nehmen? Bei Allah, von jedem Einzelnen von uns wird die Seele genommen. Oder kennst du einen Menschen auf dieser Welt, den Allah vergessen hat? Und wenn dann die Engel ihre Seelen nehmen, so werden sie auf ihre Gesichter und auf ihre Rücken einschlagen. Allahumma sallim sallim. So werden sie auf ihre Gesichter und auf ihre Rücken einschlagen. Allah erklärt uns warum. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Dies ist aus nur einem einzigen Grund, dass sie dem gefolgt sind, das gemacht haben, das geliebt haben, was Allah gehasst hat. Und dass sie das gehasst haben, was Allah liebt. Ey Wallah, wie viele in dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kann man hier hereinbringen in diese Aya? Ja, Ikhwa, wenn Allah über die Munafiqun, über die Heuchler und die Kuffar redet, so sind sie nicht die einzigen, die als Kuffar und als Munafiqun sterben. Wie viele der sogenannten Muslime haben dieselben Taten gemacht und Allah hat sie auf eine andere Religion sterben lassen als die Religion des Islam. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna. Leute, die hassen, was Allah liebt. Allah liebt das Gebet. Wallahi al-Azim, es gibt Leute, wenn du ihnen sagst, komm bete, als ob er dich mit einem Hassblick töten möchte. Warum? Weil du ihm gesagt hast, diene deinem Herrn, der dich erschaffen hat, der dir alles in diesem Leben gegeben hat und der dir vergeben möchte. Kehre ruhig zu ihm zurück. Er guckt dich an mit einem hasserfüllten Blick. Ja, Achi, faste, lass mich in Ruhe, das ist meine Sache. Er liebt nicht, was Allah liebt. Du gibst ihm eine Nasiha, du sagst ihm, ja Achi, trinke keinen Alkohol. Allah hat dieses verboten. Ich rede mit dir als Bruder, der für dich das Beste möchte, der möchte, dass du auch in das Paradies gehst. Er sagt zu dir, mach, dass du wegkommst. Ich entscheide, was richtig und was falsch ist. Käfer! Höre diese Aya. Allah Azza wa Jal sagt, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ. Und wenn zu ihm gesagt wird, fürchte Allah, dann wird er auf einmal hochmütig. Und er denkt in seinem Herzen, wer bin ich, dass ich jemanden fürchte? Allah sagt, seine Endstätte ist Jahannam. Was für ein übler Ausgang. Deine Aufgabe ist es, zu lieben, was Allah liebt. Und zu hassen, was Allah Azza wa Jal hasst. Deswegen sagte der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, man ahabba lillah wa abghada lillah. Derjenige, der für Allah liebt und für Allah Azza wa Jal nicht liebt, وَأَعْطَ لِلَّهِ, und er gibt für Allah Azza wa Jal, وَمَنَعَ لِلَّهِ, und er hält ab, er gibt nicht für Allah Azza wa Jal, فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ, so hat er den höchsten Glauben erreicht. Gehörst du zu diesen Leuten? Liebst du, was Allah liebt? Eine Frage. Du guckst dir einen Film an und in diesem Film wird Allah beleidigt. Es gibt Leute, sie gucken genussvoll den Film weiter. Schäm dich! Bist du ein Muslim oder ein Kafir? Schäm dich! Allah, er wird beleidigt in diesem Film. Und du sitzt und tust so, als ob nichts gewesen wäre. Das ist ein Zeichen für deinen Nifaq, für deine Heuchelei, dass du nicht Allah Azza wa Jalla liebst. Und Ibn Qayyim rahimullah ta'ala sagt, man la ghayra lah, la dina lah. Wer keine Eifersucht besitzt für die Religion Allahs, so hat er auch keine Religion. Weil deine Eifersucht ist verbunden mit der Religion.
Leute, die lieben, was Allah hasst und hassen, was Allah Azza wa Jalla liebt. Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wie viele Taten sind es, die Allah zornig machen? Es sind viele. Und ich möchte die meisten zusammenfassen, damit unsere Geschwister wissen, wie sie im Leben gegenüber Allah Azza wa Jal zu handeln haben. Denn wahrlich, ich rede über Taten, die uns alltäglich in unserem Leben begleiten, liebe Geschwister. Und einer dieser Taten, wal'iyadu billah, die Allah zornig machen, ist, dass du schwörst auf Allah, während du dabei lügst. Höre, wie Allah Azza wa Jal die Munafiqun, die Heuchler, und es sind alles Taten der Heuchler. Allah Azza wa Jal sagt, وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Eine Eigenschaft der Heuchler, sie schwören in Lüge, während sie bestens Bescheid wissen, dass sie eine Sünde begehen. Wir haben Leute in dieser heutigen Zeit, er hat kein Problem zu sagen, Wallahi, und er lügt dabei. Eine Frau konfrontiert ihren Mann, sie sagt zu ihm, du bist sehr verdächtig in deinem Verhalten. Und ich denke, dass du eine Freundin hast neben dieser Ehe. Und ich gehe davon aus, dass du Zina mit ihr gemacht hast. Er sagt ihr, bei Allah, ich habe das nicht gemacht. Und er hat das nicht einmal gemacht und nicht zweimal gemacht, sondern monatelang. Er lügt. Er lügt und schwört dabei auf den Namen Allahs Azza wa Jal. Hast du das gemacht? Bei Allah, nein, er lügt. Und dieses Wort Wallah ist so billig geworden bei den Muslimen. Und ich möchte mit diesen bescheidenen Wörtern euch heute klar machen, wie gewaltig die Sache ist. Aber ich erkläre das nochmal, liebe Geschwister. Du weißt ganz genau, dass eine Sache nicht so passiert ist und du schwörst auf Allah, dass sie so passiert ist. Das ist hier gemeint. Wir reden nicht, dass einer sagt, Wallahi, ich werde später dort und dort hingehen. Und dann schafft er es nicht oder es passiert ein Umstand. Das ist nicht gemeint. Hier macht er eine Wiedergutmachung, er speist 10 Arme oder er bekleidet 10 Arme oder er fastet 3 Tage. Das ist nicht gemeint. Es ist gemeint über einen Umstand, wo du genau weißt, dass du das gemacht hast und du schwörst, dass du das nicht gemacht hast. Oder eine Sache ist so passiert und du schwörst, dass das nicht so passiert ist, obwohl du das wusstest. Diese Sache ist sehr gefährlich. Höre, was der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte. Udhina li an uhaditha an malakin min hamalati al-arsh. Mir wurde erlaubt, von wem? Von Allah Azza wa Jalla, sagt der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass ich über einen Thronträger, ein Engel, der ein Thronträger von Allah Azza wa Jalla ist, dass ich ihn beschreiben darf. Denn ihr sollt wissen, liebe Geschwister, das gewaltigste Geschöpf auf dieser Erde, in diesem Universum, ist der Thron. Und dieser Thron ist über den 7 Himmeln. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Himmel und zwischen jedem Himmel sind 500 Jahre. Dann, liebe Geschwister, kommt der Thronschemel Al-Kursi, dann kommt das Wasser, dann kommt der Thron und Allah ist über dem Thron, subhanahu wa ta'ala. Hört diese Überlieferung. Er sagt, mir wurde erlaubt von Allah, dass ich über einen der Thronträger berichten darf. Und Allahs Thron tragen يوم القيامة 8 gewaltige Engel. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8. An diesem gewaltigen Tag tragen 8 gewaltige Engel den Thron Allahs Azza wa Jal. Höre, wie er einen Engel von ihnen beschreibt. Allahu Akbar. Er sagt, رِجْلَهُ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى وَعَلَىٰ قَرْنِهِ الْعَرْشِ. Sein Fuß ist in der untersten Erde von dieser Engel. Und es gibt ebenfalls 7 Erden, liebe Geschwister. Sein Fuß ist in der untersten Erde
Und er ist so groß, 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 dass auf seiner Schulter der Thron ist. So sagt dieser Engel in einer anderen Überlieferung, Subhanak ma'adamak. Gepriesen seist du, der du keine Mängel hast. Wie gewaltig du bist, ja Allah. So antwortet Allah, fayaqul, ma ya'lamu dhalika man halafa bi kadhiban. Dieses weiß nicht jemand, wie gewaltig ich bin, der in Lüge über mich schwört. Allahu Akbar. Der Engel, er bibbert und zittert, der wahrlich mehr Anrecht hätte, aufgrund seiner Gewaltigkeit, dieser Engel, sich Allah zu widersetzen. Er bibbert und zittert und sagt, gepriesen seist du, ja Allah, wie gewaltig du bist. Allah antwortet, das weiß nicht jemand, der in Lüge über mich schwört. Möchtest du nochmal schwören? Bitteschön. In Lüge, bitteschön. Und dieser wird genannt Al-Yaminul Ramus. Das ist der Schwur, der einem in das Höllenfeuer eintauchen lässt. Wa huwa min akbaril kabair. Und er gehört zu den größten aller Sünden. Derjenige soll wissen, der in Lüge über Allah schwört, seine Abrechnung ist, dass er in Jahannam hereingetaucht wird. Viele haben geschworen in Lüge über Allah Azza wa Jalla, Allahumma ighfir lana. Ihre Aufgabe ist es, reuig zu Allah Azza wa Jalla zurückzukehren und diesen Fehler, diesen gewaltigen Fehler nicht mehr zu machen, auf das Allah Azza wa Jalla ihn vergibt. Diese Sünde ist so gewaltig, dass es keine Kafara dafür gibt, nach der richtigen Ansicht der Gelehrten. Sondern es nützt dir nur die Tauba. Wenn du bereust, dann wird Allah Azza wa Jalla dir vergeben. Aber wenn du nicht bereust, sei dir sicher, Allahs Zorn, Subhanahu, hat schon manche Völker vernichtet. Und der letzte Punkt, über den ich reden möchte, liebe Geschwister, und ich habe es bereits erwähnt, es gibt so viele Taten, die Allah Azza wa Jalla zornig machen, ist, dass man Zinsen nimmt. Du siehst unsere Shabab, sie wollen dicke Autos fahren, so sagt man in der Umgangssprache. Und dann gehen sie zur Bank, und sie nehmen sich einen Kredit von der Bank, Zinsen, und kaufen ein Auto, kaufen ein Geschäft, kaufen ein Haus, alles mit Zinsgeldern. Höre diese Aya, O Diener Allahs, wo ich genau weiß, du fürchtest ihn und wirst das ab jetzt unterlassen. Allah Azza wa Jalla sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, dharu ma baqiya min al-riba. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah, das ist der Anfang der Aya, und unterlasst, was ihr zuvor an Zinsen genommen habt. Wenn ihr das aber nicht tut, höre zu, so macht euch bereit auf einen Krieg von Allah und seinem Gesandten. So macht euch bereit auf einen Krieg von Allah und seinen Gesandten. Lauf zu wem du willst. Hol dir eine Fatwa links und rechts. Ich rede mit dir über Koran, über die Wörter Allahs. Gibt es jemanden, den du über diese Wörter stellst, über die Wörter Allahs? So macht euch bereit auf einen Krieg von Allah und seinen Gesandten. Was denkst du, ja Achi, wenn Allah dich bekriegt? Wer soll dir helfen? Möchtest du zu deiner Familie gehen, dass sie dir helfen? Zu deinen Freunden, dass sie dir helfen. Gegen Allah. So macht euch bereit auf einen Krieg gegen Allah und seinem Gesandten. Und ich wundere mich über die sogenannten islamischen Länder. Sie überlegen tausendmal, ob sie gegen die Feinde Allahs kämpfen. Aber sie überlegen nicht einen Moment, ob sie einen Krieg mit Allah beginnen. Denn sie alle führen diese Zinsen in ihren Ländern ein. Möge Allah diese Leute recht leiten. Herr Allah, wie gewaltig ist ein Krieg gegenüber Allah Azza wa Jalla und seinem Gesandten. Ein Krieg, der dich vernichten wird. Und glaube nicht, dass etwas, was du von dieser Dunya erwirbst, dir Glückseligkeit bringen wird. Wie auch, wenn Allah dich und das, was du erworben hast, verflucht hat. Und der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte,
Höre zu, weil viele denken, nur derjenige, der Zinsen kassiert, ist ein übles Tun da. Die anderen sind davon ausgenommen. So heißt es über ihn, La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akil al-riba wa mu'kilahu wa katibahu wa shahidayhi wa qala hum sawa. Der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam verflucht, was er verflucht, so ist der Fluch von Allah darüber egal. Denn er verflucht nichts außer was Allah selber verflucht, subhanahu wa ta'ala. Der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam verflucht denjenigen, der Zinsen nimmt und denjenigen, der Zinsen bezahlt. Und denjenigen, der die Zinsen aufschreibt, er macht den Vertrag zwischen diesen beiden Leuten. Und diejenigen, die das Zinsgeschäft bezeugen, sie sind alle gleichermaßen verflucht. Subhanallah. Und ich habe gerade ein Bild in meinem Kopf. Diese ganzen Läden, auch teilweise von Muslimen, sie nehmen einen Kredit, wo sie sich den Fluch Allahs Azza wa Jal zuziehen, um in diesem Laden Alkohol zu verkaufen, was ebenfalls den Fluch Allahs auf sich zieht. Und daher, liebe Geschwister, ermahne ich mich und euch, dass wir Allah Azza wa Jal fürchten. Und wisset, dieses Leben ist vergänglich und kurz. Und wer die Strafe dafür in Kauf nimmt, über so ein erbärmliches Leben in dieser Dunya, und das ist ein Jahil, der nichts über das Paradies kennt, so sage ich dir, lebe wie du willst. Aber morgen kehrst du zu Allah zurück, an einem Tag, wo Allah so zornig sein wird, wie er es nie zuvor gewesen ist. Und wie er es nie danach wieder sein wird. Du musst vor ihm stehen und Rechenschaft ablegen, ob du möchtest oder nicht. Jede einzelne Sünde wird Allah mit dir durchgehen. Bist du bereit? Tafaddal. Aber wer Allah auch immer fürchtet, und ich gehe davon aus, dass unsere Geschwister Allah Azza wa Jalla fürchten, Allahumma ja'alna min al-muttaqin, ya Rabb. So wisset, Allah wird uns vergeben, selbst wenn wir Übles vorher gemacht haben. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Möge Allah Azza wa Jal uns unsere Sünden vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht in der Dunya erniedrigen für etwas Erbärmliches, was wir erworben haben. Möge Allah Azza wa Jal uns Yawm al-Qiyamah mit den Besten seiner Diener vereinen. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qumu ila salatikum.